Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dekop TV. Heute mit einem wahren Special. Und zwar haben wir einen Superhelden-Test für euch entwickelt, an dem ihr einfach schauen könnt, welcher Superheld ihr seid. Insgesamt haben wir 6 Fragen für euch. Jede Frage wird 5 Sekunden eingeblendet. Am besten haltet ihr dazu einfach kurz das Video an. Und danach gibt es dann zu der jeweiligen Antwort eine gewisse Punktzahl. Die solltet ihr euch merken, vielleicht auch aufschreiben. Und am Ende wisst ihr dann, welcher Superheld ihr seid. Probiert es einfach aus und dann wollen wir einfach mal schauen, ob ihr Batman, Spider-Man, Superman oder Wolverine seid. So, das war es mit den Fragen. Kommen wir nun zum Ergebnis. Wenn ihr 6 bis 10 Punkte erreicht habt, dann seid ihr ein wahrer Wolverine. Ein starker Charakter, ihr braucht keinen Schnickschnack und ihr kommt direkt zur Sache. Wenn ihr aber eher 11 bis 15 Punkte erreicht habt, dann seid ihr ein Superman. Ihr seid sehr flexibel, weltoffen und versucht immer für alle da zu sein. Wenn ihr nun aber ein bisschen mehr Punkte erreicht habt, also 16 bis 20 Punkte, dann gehört ihr in die Kategorie Spider-Man. Jung und cool, ihr seid sehr neugierig und habt immer einen coolen Spruch für eure Gegner parat. Und zuletzt die höchste Punktanzahl, 21 bis 24 Punkte, ist ein klarer Batman-Fall. Ihr seid eher ein bisschen düster. Ihr haltet aber immer euer Wort und Gangster haben mit euch garantiert ein Problem. So, wenn euch das, was ihr gerade gesehen und gehört habt, gefallen hat, wenn ihr auf Superhelden steht und gerne Comics lest oder lesen möchtet, dann schaut doch einfach mal in die anderen Videos von unserem YouTube-Kanal. Dort findet ihr viele tolle Rezensionen und andere tolle Videos. Lasst doch einfach auch jetzt ein Like da, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch einen Kommentar schreiben. Nun, wenn ihr noch mehr von uns sehen, hören oder lesen wollt, dann schaut doch einfach mal bei dekop.de rein. Mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles über uns und unsere Werke. Und dann hoffe ich, dass wir euch demnächst wieder vorfinden können. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.